Ja, hallo und herzlich willkommen zur NXT Takeover Brooklyn Review. Ich bin Abby Pointer und an meiner Seite ist der John. I'm back and I'm better than ever. Ja, mit den Worten von Eric Bischoff begrüßen wir zur ersten Review seit langem wieder, seit einer Woche glaube ich, oder sogar noch länger. Und wir besprechen eines der besten Events des Jahres bisher. Kann man so sagen, ja, jetzt kam eine Woche lang gar nichts Review-mäßig, obwohl wir so gesagt haben, ja, okay, Sonntag oder Montag kommen die Reviews, aber es hat nicht so geklappt, wie es wollte, also, weil ich war im Urlaub und dann hatten die anderen keine Zeit und da ging einiges schief, kann man sagen, oder? Ja, wir waren alle zu blöd, um aufzunehmen. Aber das ist ja auch egal. Jetzt ist ja die Review da und jetzt können wir 40 Minuten oder wie lange auch immer über ein sehr, sehr schönes Event reden. Genau, und noch angemerkt, dass die SummerSlam Review auch noch kommen wird, aber ich denke mal morgen. Und ja, dann wieder ganz normal Raw Reviews und die ganzen anderen Sachen wieder kommen werden. Das kann man so sagen, ne? Ja, hoffentlich. Alles klar. Dann reden wir jetzt über NXT Takeover und ich freue mich darauf, darüber zu sprechen. Und zwar am Anfang kam Triple H raus, redet wieder eine Promo und dann ein Blick auf die Crowd und ich denke mir so, wie geil es einfach ist. 15.000, ich glaube 16.000 Leute, Smart Marks, NXT-Fans. Einfach nur geil. So, jetzt muss ich kurz mal was erzählen. Also ich wollte letzte Woche Takeover live schauen, bin am Samstag ja ausgegangen und dann um 10 vor 2 oder so war ich ready. Internet angemacht, Stream angemacht, Pre-Show angeschaut, dann hat die Show begonnen. Dann kam Triple H oder sah man Triple H und in dem Moment, also begonnen hatte zu sprechen, Internet weg. Oh. Ja, was machst du da? Da habe ich mich entschieden, als es nach einer halben Stunde nicht funktioniert hat, ganz zu lassen und am nächsten Tag zu schauen. Aber ich war so gehypt und naja. Aber gut, das ist natürlich eine ganz blöde Sache. Ich habe es ja auch nicht live geschaut, weil ich ja wie gesagt im Urlaub war. Ich habe es mir in Spanien 2 Tage später angeschaut und im Internetcafé ein Wrestling-Event live zu schauen oder beziehungsweise es anzuschauen. Ja, da können manche von mir denken, ich bin verrückt. Bei dem Event wird's nichts, weil den Event muss man sehen, dann versteht man, wieso man so ausmacht. Genau. Wie gesagt, also dass man diesen Blick auf die Crowd, worauf ich ja eingehen wollte, das war einfach nur geil, wo man sich denkt und wo man auch Triple H das zeigt, dass es sein Baby ist, was er zu dem gemacht hat. Einfach nur super. Man sieht einfach, dass Triple H, dass es besser werden wird mit Triple H, weil wenn er schon eine Liga, die sowieso nur dafür da ist, um Stars für die größere Liga vorzubereiten, fast beliebter im Ticket Selling ist als die eigentliche Liga, dann sagt das schon viel aus. Und ich hoffe, Triple H wird das bald übernehmen, aber ja, wahrscheinlich wohl eher nicht. Erstmal nicht, leider. Aber wie gesagt, Triple H großes Lob und dann kamen noch die Wörter We are NXT und damit begann die Show. Und direkt kam das Opening Match und zwar Jushin Thunder Liger gegen Tyler Breeze. Ja, da habe ich vor dem Match geglaubt, wird sehr schnell geführt das Match, aber da hat eine Sache nicht mitgespielt, und zwar das Alter von Jushin Van der Liger. Er konnte, glaube ich zumindest, nicht mehr ganz so schnell worken oder hat nicht mehr ganz so die Ausdauer und machte zwar seine ganzen Moves relativ sauber, aber konnte halt kein Fast Pace mehr mithalten. Nee, also die Schnelligkeit hat er nicht mehr wie früher. Ich weiß nicht, wie er früher war, weil ich ihn eigentlich gar nicht gekannt habe. Aber da er halt in diesem fortgeschrittenen Alter fand ich, ist es nicht so schlimm. Kann man auch irgendwo nachvollziehen. Meiner Meinung nach fand ich das Match war jetzt nicht das beste Match. Werden ja noch gute Matches kommen, aber das kommen wir nachher dazu. Aber es war für mich ein schönes Opening-Match. Nur was mich gewundert hat, war der Sieger. Ja, nochmal kurz zum Match. Man hat, ich glaube, als sie
als Jushin zur WWE kam, dachten sie auch ein bisschen, dass er noch schneller wäre. Kann ich mir vorstellen. Und dann haben sie eigentlich das Beste aus der Sache gemacht. Also es war unterhaltsam, obwohl es relativ langsam war. Zum Beispiel das Spot mit dem Ringeck mit Jushin, wo er Breeze nachgeahmt hat, fand ich eigentlich ganz gut. Aber ja, der Sieger war definitiv der Falsche. Besonders sollte Jushin nicht mehr bei NXT auftreten. Das wissen wir ja noch nicht. Aber wieso denn nicht einfach Breeze overbringen? Der braucht es. Der hat immer verloren jetzt. Er hat nicht viel gewonnen. Ich kann mich an einen Sieg erinnern gegen Sami Zayn vor einem Jahr ungefähr. Ich glaube, das war auch nur Takeover. Das ist zum Beispiel ein Sieg, woran ich mich erinnern kann. Sonst hat er eigentlich ziemlich alles verloren. Und der Sieg zwischen, also der Sieg mit, warte, jetzt wollte ich was sagen. Genau, der Sieg gegen Jushin Thunder Liger hätte ihm viel gebracht. Das ist auch Tyler Breeze mega overgebracht. Weil an sich, was bringt das jetzt Thunder Liger wirklich? Bringt eigentlich jetzt wirklich nichts. Legenden haben oftmals, wie zum Beispiel Jericho ist das beste Beispiel, der kann verlieren, was er will, der kann alles verlieren und man nimmt ihn sowieso ernst. Wieso denn nicht einfach Jushin verlieren lassen und dann, wenn er weiter da ist, kann er ja sowieso noch weiter worken. Ist ja nicht so, dass er dann komplett zerstört ist. Da muss ich wieder mal den Vergleich von Jonas oder das erste Mal den Vergleich von Jonas mit dem gebauten Haus nehmen. Wenn ein Haus aufgebaut wird, dann kann ein Sturm es zerstören. Siehe, Tyler Breeze ist das noch nicht fertige Haus. Wenn er verliert, schadet es ihm. Ein fertiges Haus, normalerweise schadet ein Sturm einem fertigen Haus nicht. Siehe, Jushin van der Leyde oder Chris Jericho. Oder einen Deshalb, Rhino. ja. Aber ich will jetzt nicht sagen, es ist jetzt so schlimm, wo ich jetzt sagen würde, oh, WWE, ihr seid scheiße. Das kann man akzeptieren, aber Tyler Breeze wäre besser gewesen. Ja, damit kann man das Thema, denke ich, auch abschließen. Ja, genau. Dann gab es noch Backstage noch Bayley, wo sie sich auf ihr Match vorbereitet, aber zu diesem Match werden wir, wie gesagt, nachher kommen. Dann gab es noch ein kleines Video zur neuen NXT Diva Nia Jax, soweit ich weiß, die Cousine von The Rock. Ja, ich weiß von The Rock sicherlich, was mich jetzt interessieren würde, ob sie von Reigns auch die Cousine ist. Kann ja auch sein, dass sie von der anderen Hälfte kommt. Kann sein, dass sie entweder Geschwister sind oder ob, also Cousinen auf jeden Fall. Also verwandt ja, aber wie halt, ne? Ja, vielleicht nach Cousinen. Ja. Ja, ist ja auch egal. Genau. Also, ja, Monster. Muss mal sehen. Heel wahrscheinlich. Muss mal sehen, wie gut die ist. Ja, aber ein Monster fehlt, hat definitiv gefehlt. Also, da in den letzten Jahren. Karma war ja nicht so erfolgreich in der WWE. Und ja, Monat. bin relativ gespannt. Ja, können wir echt gespannt sein. Und ja, werden wir halt in den nächsten Wochen wahrscheinlich was sehen. Wann sie debütiert, wissen wir eigentlich gar nicht. Oder weißt du schon was darüber? Nee, bei den Live-Events ist sie tritt sie regelmäßig auf und verliert halt gegen ja, Sasha Banks, aber das ist ja auch ganz normal. Alles klar. Gut, dann kommen wir zum NXT Tag Team Championship Match zwischen den Ward Villains und Blake and Murphy. Ja, das Match hat mich auf jeden Fall sehr überrascht. Also ich habe gesagt, okay, solides Tag Team Match, aber ich fand es meiner Meinung nach richtig stark. Also von Richtig stark, wirklich. Aber ich denke, wir gehen noch schneller darauf ein, was vor dem Match passiert ist. genau. Jedenfalls, die Ward Villains kamen raus und Alexa Bliss wollte ihnen wieder mal eine ja, einen Watsch geben. Und wer kam raus? Blue Pants. Ja, fand ich auch okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt gut finden soll oder nicht. Aber gepasst hat es, weil Valid Valid. Und ja, hat auch ein bisschen das Match beeinflusst, kann man sagen. Also nur Blue Pants. Ich glaube, es kamen auch viele Chants mit Blue Pants und so. Also fand ich richtig nice. Und ja, wie gesagt, das Match hat mich, wie gesagt, überrascht. Richtig stark. Also will ich ein bisschen zurückschauen. Also was ich erwartet habe, ich habe gesagt, solide. Das hat mich einfach übertroffen, weil ich nicht gedacht habe, dass sie so gut ein Match wresteln können.
weil man hat ja schon ein Tag Team Match zwischen denen gesehen vor ein paar Wochen, das fand ich solide. Und bei Takeover war es einfach super. Ja, also nochmal kurz zu Blue Pants. Als sie rauskam, musste ich im ersten Moment schmunzeln. Aber ich habe Takeover zweimal gesehen. Beim zweiten Mal ist mir aufgefallen, die Crowd, sofern ich es richtig verstanden habe, hat davor schon Blue Pants gechantet, bevor Echt? sie rauskam. Echt? Ja, glaub schon. Okay. Dann war die Crowd aber richtig schlau. Dann weiß die WWE anscheinend, Ja, was sie tut. Also zumindest NXT. gut. Bei es gibt ja immer solche, dass man sie vor der Arena oder so sieht, kann ja sein, dass man es deshalb weiß. Aber ja, das Match an sich stark, wie gesagt, viel besser als ihr NXT-Match. Und ja, für mich, von mir aus gesehen, für mich ja auch der richtige Sieger. Genau, kann man auch sagen. Also ich habe nicht gerechnet, dass wirklich die Wort Villains Champions werden, weil ich nicht so ein krasser Fan von den Wort Villains war. Aber nach diesem Match haben die mich wirklich überzeugt und ich muss sagen, ich freue mich für die Wort Villains, dass sie die Tag Team Titles gewonnen haben. Ich persönlich finde die Ward Villains, sofern man sie bei NXT behält, sehr gut. Sobald sie in den Main Shows sind, nicht gut, weil das kann die WWE nicht. Sowas, das zumindest ein bisschen lustig ist, aber man sie noch irgendwie ernst nehmen kann, und das kann die WWE, wie gesagt, nicht. Und deshalb, ja, bin ich froh, wenn sie NXT Tag Champions sind. Ja, dann sind sie zumindest bei NXT. Nicht in den Main-Shows. Ja, dann kann man noch sagen, was denkst du, was jetzt mit Blake und Murphy passiert? Ja, jetzt werden sie ihr Rematch bekommen in ein paar Wochen. Und dann vielleicht gibt's mit den High Bros in der Feder oder sowas. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie jetzt direkt ins Main Roster kommen. Aber da würde ich noch Alexa Bliss noch in NXT lassen. Ja, aber Alexa Bliss ist perfekt als ihr Valet. Stimmt, Die weil. passt da sehr, so gut dazu. Und das Die Ding sind. ist, Alexa Bliss ist das Interessanteste von dem Tag Team. Ja, die anderen beiden sind ja schrecklich langweilig allein. Ja. Die Aber haben ich würde auch. nicht den Look. Die haben nicht den Superstar-Look. Nee, Die haben aber so den Edge-Head-Look. das schnell. Obwohl ich sagen muss, von Kurt Hawkins und Zack Ryder habe ich viel gehalten. Beziehungsweise ich halte immer Ja, noch viel aber von ihnen. ja, Zack Ryder tut mir so leid. Aber anderes Thema. Genau. Wie geht's? Weißt du, wie Kurt Hawkins in den Indies geht? Nee. Ich habe vor ein paar Tagen was von Boccia Mania mit ihm gesehen, aber also da habe ich mich an ihn erinnert, aber wie es ihm geht, weiß ich jetzt nicht. Oder ob er irgendwo was Champion ist oder sowas, weiß ich nicht. Wenn ihr was wisst, schreibt es mal gerne in die Kommentare, weil mich das schon interessieren würde, weil ich Kurt Hawkins, ja Der genau. Cod Hawkins. Genau, Gott. Kurt Hawkins fand ich eigentlich super. Mir hat er auch gut gefallen. Aber was die WWE aus ihm gemacht hat, fand ich schon schade. Ja. Und bei Zack Ryder ist die Geschichte ja sogar noch trauriger. Kann man auch so Aber sagen. ich glaube, die kennen wir alle. Deshalb gehen wir weiter Genau. auf was Schönes ein. Genau. Nämlich auf das Debüt von Apollo Crews, aka Yuha Nation. Genau, und der hatte ein Match gegen The Perfect Ten, Ty Dillinger. Und ich muss sagen, das Gimmick haben wir ja schon mal angesprochen. Genau das. Das war einfach super. Mir gefällt dieses Gimmick und ich finde, der Gegner für Apollo Crews fand ich sogar gut gewählt, weil das einerseits hat er von Apollo Crews profitiert, weil Debüt und so weiter, er hat gewonnen, hat bisschen was gezeigt, was ich auch sehr gut fand. Ich fand auch den Entrance von ihm super und alles. Also ich mag diesen Typen. Und Ty Dillinger hat meiner Meinung nach auch was gebracht, weil ihm die Niederlage nicht geschadet hat und ihn auch bei der Crowd mehr overgebracht hat. Ja, The Perfect Ten, das finde ich eigentlich relativ unterhaltsam, sofern er jetzt halt auch mal, jetzt vielleicht 3 Wochen mit diesem Rad weitermacht und dann vielleicht noch was dazu holt, vielleicht, was weiß ich, einen Backflip oder sowas, dass er halt immer sich ausbaut und dann, dass man auch ein bisschen glaubhaft bleibt und nicht so
dieses Damien Sandow immer das gleiche sagende von 2012 bis 2013. Ja, genau. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er ein paar Veränderungen kriegen wird und auch immer ein bisschen variiert. Und wie gesagt, mir gefällt dieses Gimmick. Natürlich ist es kein Main Event, aber guter Mid-Carder, beziehungsweise auch zur Unterhaltung, ist es eigentlich sehr, sehr gut. Hier auch nur bei NXT, die WWE kann das nicht. Nur, dass das klargestellt wird. Und dann zu Apollo Crews, ja, Main Eventer. starker Main Eventer, starker Wrestler. Ich habe gehofft, dass er den Film bekommt, den er bei dieser kurzen Promo, bei diesem Videoclip hatte. Das Lied habe ich richtig gefeiert, aber leider nicht. Passt da auch vielleicht nicht immer dieses I am a Champion oder so. Und ja, der hat gewonnen mit wie einem Gorilla Press und nachfolgendem Standing Moonsault. Fand ich auch richtig stark. Hat mich auch ein bisschen an den Ultimate Warrior erinnert, muss ich ehrlich sagen, als ich das gesehen habe. Du, bevor der einen Nein, Standing nein, mich Moonsault hat kann. der Gorilla Press und dann dieser Splash hat mich so ein bisschen daran erinnert. Natürlich nicht 1 zu 1, aber ein bisschen halt, weißt du? Ja, Apollo Crews, ohne jetzt was sagen zu wollen gegen den Warrior, Apollo Crews ist aber in allem besser, außer vielleicht Charisma. Das stimmt. Kann man so sagen. Und da ist es noch nicht mal sicher, ob der Warrior da besser war. Also, wie gesagt, ich habe von Apollo Crews ja nichts gesehen und ich bin von ihm überzeugt. Wie gesagt, schon erwähnt, Main Eventer wird vielleicht auch bestimmt den NXT-Titel halten. Ich denke mal jetzt nicht direkt nach Finn Balor, vielleicht nach Hideo Itami vielleicht oder so eine Art. Kann ich mir ganz gut vorstellen. Und dieses Build to be the Champion-Lied fand ich auch richtig geil, habe ich auch richtig gefeiert. Und ich würde es richtig feiern, wenn dieses Lied dann bei seinem Title-Match kommen würde. Das finde ich richtig stark. Das. Ja, das wäre richtig gut. So wie bei Hogan damals, 84 mit Eye of the Tiger Ja. gegen, ja, fällt mir der Name nicht ein. Mir auch nicht. Der unterhaltsamste Ah, Moment, Iron Sheik. Oldie aller Zeiten, genau. Ich erinnere da nur einmal, I'm gonna fuck you with a beer bottle. Oder, der Typ ist so göttlich. Iron Sheik, wirklich top. Ja. Aber was mich ein bisschen enttäuscht hat, Apollo Crews kann ja auch die Standing Shooting Star Press. Okay. Und in der WWE macht die ja eigentlich nur Rollins hat sie beim SummerSlam gemacht. Macht Neville die. Shooting Star Press. Was ist, war das? Was hat das? Standing Shooting Star Press. Was war das doch mal für ein Move? Mir fällt er gerade jetzt nicht ein. Backflip nach vorne. Also Ah, ja, stimmt. Ui, ich glaube, Neville macht. kann sein, dass Neville die macht. Ja. Aber ich würde. Und vielleicht, aber das ist halt immer was anderes, wenn so ein Apollo Crews die macht. Ja, aber er hat ja noch nicht sein ganzes Move-Repertoire gezeigt. Also da muss man schon die nächsten Wochen abwarten, wie es mit ihm weitergeht. Ja, genau, dass man das vielleicht so als noch stärkeren Zum Finisher Beispiel hat man bei etabliert als. Owens auch nicht direkt das ganze Moveset gesehen. Ich habe zum Beispiel seine ganzen Movesets habe ich wirklich bei Cena gegen Owens beim ersten Elimination Chamber Match, da habe ich das zum ersten Mal wirklich sein ganzes Moveset gesehen. Und man merkt auch, wie lange an Owens da war. Also da muss man ein bisschen abwarten mit seinem Moveset. Also man kennt ja halt nicht sein ganzes Moveset und man weiß auch gar nicht, wie viel er bei der WWE zeigen darf. Ja, das sowieso. Aber nochmal kurz auf Owens. Weißt das Debüt von Owens. Da hat er ja vor der Powerbomb noch so einen, ja, was war, ich weiß nicht, wie man das heißt. Er hat ihn so zu sich gezogen. Ja, die. Wie so einen, so, Der hat ihn ja so das kann man nicht aufs beschreiben. Knie gemacht, ne? Ja, wie nennt man den Move? Das weiß ich nicht. Schreibt es mal in die Kommentare. Genau. Wir müssen viel in Moves lernen, Ja, das stimmt. viel an Moves Ich lernen bin vom Urlaub und zurückgekommen, deswegen. Da kann man mir es ja nicht verübeln. liegt am Urlaub, dass wir Genau. nichts mehr wissen. Bei mir auch, obwohl ich nicht war. Ja. Ja, Dann hat noch. Apollo Crews, Main Eventer, wie gesagt, und vielleicht, wenn Tyler Breeze irgendwann in 20 Jahren den NXT-Titel gewinnt, wird er von ihm den Titel holen, ich glaube nicht, dass er von dem Face den Titel gewinnt. Ja, okay. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal weiter. Und zwar hat William Regal Backstage was verkündet. Und zwar, was sehr richtig ist, dass NXT ohne Dusty Rhodes nicht geben würde, weil Dusty Rhodes natürlich einen großen Teil dazu beigetragen hat, dass es NXT heute gibt oder was daraus geworden ist. Natürlich auch ein Triple H, klar.
Und hat dann gesagt, dass es ein Dusty Rhodes Tag Team Classic Turnier geben wird in den kommenden Wochen. Das startet am 2. September und endet dann beim nächsten NXT Takeover am 7. Oktober. Was sagst du dazu? Ja, ich habe mir die Teams durchgelesen und sehe gerade, da parken sie alle Leute, die für die sie keine Story haben. Ich glaube, war das, also weißt du die Teams, hast du die gelesen? Nee, noch nicht. Ich glaube, da sind sogar wirklich, meine, ich bin mir nicht sicher, ob Bella dabei ist, aber kann schon sein. Und Baylor. da ist wirklich Bella, wie, Hast hä? du Baylor gerade gesagt? Ich hab's so verstanden. Ich habe Bella gesagt. Ah. Okay. Ist das falsch? Ich weiß nicht, Baylor Ich oder sag, Balor. Sag mal beides ja, eigentlich. ist ja auch egal, sage ich Baylor. Jedenfalls der, glaube ich, war auch dabei, bin mir aber nicht sicher. Und ich denke, der Sieger wird Number One Contender werden wahrscheinlich. Kann man so machen. Also und dann werden die wahrscheinlich dann halt gegen die Ward Villains antreten. Und ja, ist eine schöne Sache. Freut mich, dass man so ein bisschen auch Dusty Rhodes ein bisschen was mitnimmt. Finde ich auch gut, auch verdient. Und ja. Bisschen spät vielleicht, aber Ja, aber lieber zu spät als nie. das könnte man so jährlich jetzt machen. Das finde ich gut. Das ist so wie die Memorial Battle Royale wird. Genau, kann man eigentlich so machen. Ja, dann sah man kurz die vier Duffner-Finalisten. Hast du das Finale gesehen? Nein. Darf ich dich nicht spoilern, oder? Puh, kannst du ruhig machen. Ich guck kein, also ich weiß es nicht ganz genau. Also, das Finale war schrecklich, alle vier Matches waren schrecklich, teilweise haben sie sich fast umgebracht. Und ja, Wett gewonnen. nach 10 Wochen noch nicht mal einen Sidewalk Slam sellen zu können, ist schon ein bisschen traurig. Aber das nur ganz kurz. Okay, interessant. Ich werde mir wahrscheinlich das Finale auch noch anschauen. Aber naja, ich werde wahrscheinlich ein bisschen skippen. Okay, dann gehen wir zu einem Match, was ich nicht so stark fand, was ich ein bisschen was gehalten habe, aber ja, es war nicht schlecht, aber solide kann man sagen, und zwar Baron Corbin gegen Samoa Joe. Ja, zwei Big Men. Das Match wurde langsam geführt, kam mir vor. Vielleicht, Joe ist vielleicht nicht mal der Schnellste und Corbin wird nie der Schnellste sein, aber Joe kann es doch irgendwie besser und Corbin kann ja auch nicht so schlecht sein. Ja, Also, also ich habe halt ein bisschen mehr von diesem Match erwartet. Kann ja. ja vielleicht auch am Alter von Samoa Joe liegen. Natürlich ist er nicht mehr in seiner großen Zeit, ist ganz klar, aber Bisschen mehr halt, aber ich glaube, wenn der mal gegen, was weiß ich, Rollins. Itami oder Baylor ein 10 Minuten für, oder das war ja 10 Minuten, aber 20 Minuten Match bekommt, dann wird das schon viel besser. Also, Aber ja, Joe hat gewonnen durch den Coquina Clutch. Ach, liebe ich diesen Finisher. muss Wäre ich auch ich viel sagen, fand lieber ich wie der schön gekontert. Massenraster. Fand ich aber schön gekontert. Das fand ich echt gut. Also, Pin. Wie war das? Wie war das? Also, soweit Der ich weiß, hat Konter. Baron Corbin Pin gemacht. Und dann, als er ausgekickt ist, direkt in den Coquina Clutch. Ah ja, genau, stimmt. Fand ich. Ja, war gut. Ja, aber ich muss sagen, es war. Ich weiß nicht, ob das das schlechteste Match des Abends war. Weil ich weiß jetzt nicht, wie das erste Match, Ja, aber glaube ich schon. Ja, von der ist das zumindest unterhalten. selbst dieses, aber es war im Weiten kein schlechtes Match, war einfach nur solide, aber wenn man überlegt, was wir für Matches da haben, da war es einfach, ja, das Schlechteste, meiner Meinung nach. Eure Meinung Ja, könnt ihr, wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben. ist nicht so, dass man wirklich fast eingeschlafen wäre oder so, aber war halt kein Five-Star-Match. Genau. Gehen wir weiter, würde ich sagen. Ja, jetzt kommen wir zu dem Teil, wo ich mich am meisten gefreut habe, wo ich richtig gehypt war. Und zwar das NXT Women's Championship Match zwischen. Ah, warte kurz, davor kam noch Stephanie Darauf wollte ich raus. noch eingehen, aber. Ah, okay. Dann fahre fort. Okay. Die NXT Women's Championess Sasha Banks, The Boss, gegen Bayley. Und bevor dieses Match kam, kam die WWE Tochter von Vince McMahon. Stephanie McMahon war eine beschissene Begrüßung, aber gut. Stephanie Die McMahon. WWE-Tochter von Vince McMahon. Als ob sie sonst nicht seine Tochter wäre. Ja, oder wie heißt sie nochmal? Princess of, ich weiß nicht, das Principal Owner of the WWE,
Stephanie McMahon, genau. Ja, gut. That is Little Princess. Genau. Und zwar hat sie gesagt, dass es 15.569 Zuschauer in dieser Halle sind, was ich auf jeden Fall richtig, richtig geil finde. Jetzt redest du schon wieder kompletten Schwachsinn. Es waren nicht 15.569, sondern 15.589. So. Gut. Der Unterschied ist groß. 20, wow. Ja. Okay, und fahr du die Promo fort, ich hab keinen Bock mehr. Ja, viel hat sie ja nicht gesagt. Also dass die, wegen Divas Revolution und NXT hat es begonnen und Triple H und sie haben das und ja. Das Wichtige kam danach. Genau, und zwar startet nun quasi der Main Event. Und zwar das Match Sasha Banks gegen Bayley. Bevor wir zu diesem Match eingehen, muss ich sagen, der Clip vorhin. War das gut gemacht? Ja, WWE typisch richtig gut. Wenn sie das jetzt bei NXT auch noch regelmäßig machen würden, würde es den Pay-Per-View noch um ein Viertelstern besser machen. Und ich muss auch sagen, das NXT Women's Titelmatch war der eigentliche Main Event. Kann man so sagen. Ich habe auch eigentlich gedacht, dass es der Main Event, aber da es ja letztendlich ein Ladder-Match wurde, war es ja nicht klar. Aber wie gesagt, das Video fand ich einfach gut, weil man hat einfach Bayley perfekt aufgebaut. Man hat gesehen, die hat erstmal alles verloren. Dann hat sie die Verletzung. Die hatte ein Ziel. Die wollte NXT Women's Championin werden. Besiegte halt Emma, ihre Rivalin. Dann besiegte die Charlotte. Dann Becky Lynch. Und nun hat sie ihr letztes Ziel, um diesen Titel zu gewinnen. Und zwar muss sie Sasha Banks heute besiegen. Und man hat sie einfach perfekt als Ultimate Underdog aufgebaut. Ja, und ich habe, als ich das Video gesehen habe, mit der Information, dass bei den Spoilern für die kommenden NXT-Ausgaben ein bisschen geflunkert wurde, habe ich wirklich geglaubt, dass Sasha Banks ge verteidigt. Weil bei dem Video kam rü so rüber, als ob Bayley es selbst noch nicht so wirklich glauben würde, dass sie gewinnt. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht gibt es doch noch ein Rematch, dass Bayley erst dann den Titel holt. Aber nein. Zuerst Five-Star-Match. Bestes Women's-Match, das Bevor ich wir je aber, gesehen Moment, habe. Moment, Und bevor wir dann. zum Match kommen, wollen wir noch über den Entrance noch, will ich noch was sagen, weil wir wollen es ein bisschen chronologisch eingehen, weil über dieses Match Ja, werden wir noch kein Problem. genug hypen. Und zwar der Entrance erstmal von Bayley, wie immer, fand ich auch sehr, sehr cool, irgendwie so vor 15.000 Leuten, 589, und 69, keine Ahnung, 89. okay. fand ich super. Und dann Sasha Banks Entrance. Das war einfach like a boss. Alter, war das geil. Das hat so perfekt gepasst. Boah, ich habe einfach nur gedacht, richtig geil. Das hat man einfach super gemacht. Da hat man einfach auf die Details geachtet. Und das fand ich einfach super. This is awesome. Genau. Das hat perfekt gepasst. Richtig. Und dann, wie du schon erwähnt hast, das Match. Es war einfach nur geil, es war für mich Match of the Night. Eines der besten Divas-Matches dieses Jahres, vielleicht sogar das beste. Weil ich fand bei NXT TakeOver Unstoppable das Divas-Match richtig stark. Oder Women's Match. Oder generell die Women's Matches bei NXT TakeOver haben noch nie enttäuscht. Also es gab kein einziges NXT TakeOver oder auch bei Arrival, das ein Women's Match richtig enttäuscht hat. Und man hat es heute einfach gesehen, wenn man überlegt, was können die halt? Was die bei NXT einfach mit den Frauen machen, ist einfach super. Ja, ich sage nur kurz ein paar Sachen. Also Bayley to Bayley. Dann das Bank Statement, das gekonterte Bank Statement, der Figure 4, oder nee, doch, gab's. Nee, gab's keinen Figure 4, sorry. Da finde ich jetzt das. Du bist aber komplett im Schwachsinn, also. Ja, sowieso. Also, oder das Highlight des Matches, der Inverted Hurricane Runner vom Top Rope bei einem Frauenmatch, bei einem Woman-Match. Da war ich einfach nur geflasht. Ich war, mein Mund stand offen. Ich war auch am Schreien wie sonst was und ich war im Internetcafé. Also da haben auch die Leute von mir gedacht, ich bin verrückt. Aber dann habe ich gesagt, ich gucke Wrestling. Und danach die, ach ja, gibt's ja auch noch. aber wie gesagt, es war super. Und man hat auch
auf ein weiteres Detail geachtet. Auch die ganzen Moves und so waren alle, oh, upsie, richtig stark. Aber was man gut gemacht hat, war die Hand von Bane zu bearbeiten, weil das hat einfach perfekt gepasst, weil Bane hat sich halt die Hand gebrochen und so weiter. Und dass man da drauf eingegangen ist, fand ich auch richtig gut. Ja, zuerst als Banks die Stahltreppe mit der angeklemmten Hand. Ah, das tat weh. Ja, ich glaube, das kann sogar ein bisschen wirklich wehgetan haben, weil solche Spots normal, aber das sah sogar relativ stiff aus. Also, Ich habe das aber noch sagen nie wir so, wirklich gesehen. angenehm war es sicher nicht. Nee, das glaube ich auch nicht. Ich habe aber sowas auch noch nie gesehen. Also so ein Spot kann ich mich jetzt irgendwie nicht so erinnern, dass so ein Spot wirklich gegeben hat. Meistens ist es bei Füßen, bei Händen weniger. Ja. Wobei ich sagen muss, wieso sie die Hand nicht einfach rauszieht, verstehe ich auch nicht. Aber okay, kleine Fehler kann man erlauben. Ja, und gerade bei dem Match, ja, das war für mich. Wie viele Sterne würdest du es geben? Ich bin wirklich sehr kritisch und gebe auch keine Viertelsterne. 4,5. Zwischen 4,5 und 5. Ich würde sagen 4,75, aber das gebe ich nicht, deswegen 4,5. Boah, Kein 5 Sterne, aber das beste Match des Jahres. Egal. ich tendiere echt zu 5 Sternen, weil man hat den Aufbau perfekt gemacht, das Match war super, die haben den Entrance super gemacht, man hat so viele Details eingebaut und es gab fast keine Botches, man hat, ich würde sagen, 5 Sterne würde ich es sogar noch geben. Ich gebe 4,5 und das hat eigentlich nur den Grund, dass ich jetzt, dass es mit Aufbau und wirklich perfekt sein musste. Der Aufbau war gut, aber es war kein Punk gegen Cena bei Money in the Bank, zum Beispiel vom Aufbau her. Also das kann es natürlich auch nicht, aber 5 Star ist dafür reserviert, für solche Arten bei mir. Aber es war bis jetzt beste Match des Jahres, war von mir aus gesehen besser als das Iron Man Match bei Lucha Underground oder ja, egal welches andere WWE Match. Also, und ich glaube auch nicht, dass das getoppt werden kann. Ich fand es auch besser als dass die das Match gibt mit Becky Lynch und Sasha Banks, Auf jeden Fall. weil das Ende, das Match selbst fand ich auch besser und das Ende war sowieso, Oh, ach, da hatte man Tränen in den Augen. oh ja. Aber darüber reden wir auch noch gleich. Und zwar reden wir dann jetzt mal erstmal über das Finish an sich, würde ich mal sagen. Und da war ich auch. Die Crowd war angeheizt. Ich war mega heiß. Und ich glaube, jeder, der es geschaut hat, war auch richtig heiß drauf, weil man war einfach gehypt, man hat einfach auch für Bailey mitgefühlt, man war einfach in diesem Charakter drin, finde ich. Was ich auch gut fand. Ja, also ich habe gedacht, als sie das Bankstatement hatte, jetzt steppt sie. Jetzt steppt Sasha Banks dann. Als sie rauskam, habe ich wirklich geglaubt, dass Sasha Banks gewinnt und dann beim zweiten Bayley to Bayley da und dann der Three Count, das war schon Ui, richtig gut, wirklich, da muss man schon sagen. da hatte ich Gänsehaut, also, ui, da hatte ich Gänsehaut, ich habe das Match mir nochmal angeschaut, als ich das zum zweiten Mal gesehen habe, hatte ich Gänsehaut gehabt, beim ersten Mal bin ich einfach nur ausgemacht, hatte, jetzt kommt Pin, one, two, three, oh, und ich gebrüllt habe, jawohl, und so weiter, und da gehst du einfach mit, und für solche Sachen ist man Wrestling-Fan. Genau, perfekt. Und das gab es in der WWE noch nie, dass man so bei einem Women's Match mitgefiebert hat. Noch nie. Nee. So Nee. krass ist Nicht er. mal, nicht bei Trish, nicht bei Lita. Nie. Wirklich, das ist das beste Women's Match, das ich in meinem Leben gesehen habe. Ja, und das. Und ich bin echt traurig, dass ich dieses Match nicht live sehen durfte. Das ist echt traurig, muss ich sagen. Und ja, also, wie gesagt, nochmal für das Finish, damit sie wieder versteht. Bailey hat den Reverse Suplex. Nee, Reverse Hurricane Runner gezeigt. Vom Top Road, was ich auf jeden Fall sehr, sehr krass fand. Inverted. Inverted, auch gut. und dann, Heute bin ich verbesserisch. ja, man merkt, dass ich noch im Urlaub war. Ja. Aber muss ein bisschen reinkommen. Ja. Und dann kam Bailey und zeigte dann direkt den Belly to Bailey. Oder? Nee, Bailey to Belly. Es ist immer noch verwirrend, dieser Name. und dann 1, 2, 3. Bailey gewinnt den Titel, die Crowd war am Ausmarken. Das habe ich auch noch nie so wirklich erlebt, dass eine Crowd wirklich so ausgemacht war bei einem Divas-Match. Ja, so wie das sowieso nicht. Also, aber nach dem Match kam fast schon das Highlight.
Oh ja, also ich hatte da Tränen in den Augen gehabt. Also als Bailey so den Titel gehabt, dachte ich so, meine Güte, das hast du dir einfach verdient. Also der Aufbau war super, das Match war super und alles war super. Und dann kam, es hat einfach gepasst, muss ich sagen, als dann Becky Lynch rauskam, Charlotte rausgekommen ist, weil die halt in dem Weg auch geholfen haben, in dem Bailey Charlotte besiegt hat erstens, um halt zu zeigen, dass sie mit denen mithalten kann, dann Becky Lynch, um Number One Contender zu werden und dann halt von Sasha Banks den Titel abzunehmen. Dann kam die Umarmung zwischen Banks und Bailey und ja, dann noch die vierfache Umarmung. Dann heben sie alle die Hände hoch und dann noch dieses Four Horsemen Zeichen. Ich hatte einfach nur Tränen in den Augen gehabt. Also Gänsehaut und Tränen. Mehr kann ich nicht Ja, sagen. das wäre ja wirklich über Jahre aufgebaut. Also ich weiß noch damals, als, ich weiß nicht, war das Arrival? Wahrscheinlich. Als, oder erstes Takeover, ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls als Charlotte gegen Bailey ein Match hatte. Als Charlotte gegen Bailey bei Cha Takeover. ja. Dann war War es. das bei Takeover Ja, oder Divas Match? Takeover war es, aber es war, glaube ich. Ich weiß nicht, war das. Ich glaube, das war R-Evolution. Ja, ist schon so spät erst, Ja, nee. weil Arrival war ja Paige gegen Emma. Bei Ja. Takeover war es dann Charlotte gegen Natalya. Und dann beim. Schon? Ja, Ja, war beim. Charles gegen Natalya nicht bei NXT einfach so? Nee, 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 das war Takeover. Weil Paige hat den Titel vakant erklären müssen, weil die halt zwei Titel hatte und so. Aber wann dann das Finale erst, Ja, okay. da war das Finale und dann später war dann, soweit ich weiß, dann Charlotte Charlie gegen gegen Sasha Bailey. Banks. Nee, Weil. nee. Doch, doch, ich glaube schon. Dann kam dieses Match. Zuerst kam Bailey, sicher. Echt? Ja, Bailey und dann verlor Sasha Banks und dann gewann sie im Fatal 4-Way. Stimmt, das kann auch sein. Dann Ja, war es wahrscheinlich auf jeden Fall zweite so in den Dreh. Takeover. Auf jeden Fall so in den Dreh. Auf jeden Fall so war das halt und ja, was wolltest du jetzt sagen? Ja, vor ungefähr einem Jahr. Und dann hat sie wirklich, sie hat gegen Becky Lynch verloren, sie hat gegen Charlotte verloren, sie hat gegen Sasha Banks, weiß ich jetzt nicht genau, wahrscheinlich mal verloren. Jedenfalls, dann hat sie alle drei im Aufbau besiegt und Dana Brooke auch und Emma auch mal. Und jetzt halt noch quasi der Endgegner Sasha Banks und dann gewinnt sie auch noch. Dann noch das Feiern am Ende mit dem Four Horsewoman-Zeichen. Also wirklich Gänsehaut und Match of the Year. Für mich persönlich. Und Corey Graves hat einen wirklich guten Satz gesagt und zwar, This is the Divas Revolution. Das ist einfach richtig. Diese Ja. vier plus Paige muss man sagen, also sie gehört auf jeden Fall dazu. Und auch AJ. Paige hat es begonnen, aber Ja, aber diese vier haben das es. ist die richtige Revolution. Also. Genau, das war einfach die richtige Revolution und man hat es einfach super gemacht. Also es war einfach Gänsehaut, Tränen. Mehr kann ich einfach nicht sagen. Also, es war einfach unbeschreiblich. Genau, und jetzt glaube ich nach sehr, sehr langem, nach sehr, sehr langem, ja, Hypen des Matches gehen wir mal zum Main Event. Ja, also, aber das hat's verdient. Also, das Ja. stört mich nicht. Und jetzt gehen wir zum, ich würde mal sagen, zweitbesten Match. Natürlich war das Match gut, stark sogar, aber. Es kam einfach nicht an das Divas Match oder Women's Match ran. Und zwar der Main Event zwischen Kevin Owens und Finn Balor um den NXT Championship Match in einem Ladder Match. Und dazu muss ich sagen, der Entrance von Finn Balor mit dem Titel war einfach nur genial. Ja gut, ich sage jetzt nichts dazu, das ist sowieso klar. Also, Aber gerade mit Entrance Titel, immer geil. aber gerade mit Titel fand ich ihn irgendwie richtig cool. Ja, Ich glaube, da würde stimmt. Micha, glaube ich, noch mehr hypen. Zum Glück ist der heute nicht hier. Sonst würde jetzt nochmal 10 Minuten über das gelobt werden. Ja, und dann noch Kevin Owens, der natürlich das erste richtig starke Match gemacht hat. Beim SummerSlam werden wir wahrscheinlich morgen darüber sprechen. Ja, aber erstmal jetzt über das Ladder Match. Das Match war einfach richtig gut mit vielen Spots. Natürlich gab es einen Kritikpunkt für mich, aber ich denke mal, bevor wir dazu kommen, was sagst du zum Match erstmal? Das Problem an diesem Match war, dass das Divas Match davor war. Also wirklich,
Man, der Höhepunkt war beim Divas-Match und dann konnte es nur mehr abflachen. Das, der Bella konnte nicht emotional gewinnen, weil sowieso, wenn Owens gewinnt, hat halt der Heel gewonnen, dann wird man jetzt sowieso nicht so emotional, besonders wenn der zweite Titelgewinn war. Und man wusste ja eigentlich, dass Owens nicht gewinnt. Deshalb, was soll man da noch sagen? Man kann nicht, sich nicht mehr so hochhypen wie beim Divas-Match. Nee. Deswegen, als ich das Match zum ersten Mal gesehen habe, fand ich es schlechter, als es wirklich war, obwohl es doch noch sehr gut war. Also, Match war sehr Bei gut. Beast in the East. Oder welches Match Wie? fandest du? Na, ich fand dieses Match war falsch gesetzt nach dem Ach Divas-Match. so, ja klar. Muss ich auch sagen. Also, ich hätte es besser gefunden. Ich kann es verstehen, dass man dieses Match in den Main Event gestellt hat, klar. Man hat auch wahrscheinlich nicht erwartet, dass das Divas-Match so stark sein wird. Also die wussten schon, dass es gut wird, aber das ist das mit dem Main-Event top. Das hätten wahrscheinlich die NXT-Leute nicht gedacht, aber ist ja nicht schlimm. Und man hat es natürlich auch schon irgendwo verstanden, dass das NXT Championship-Match im Main-Event war. Ladder-Match, dann Finn Balor, Kevin Owens, klar. Aber natürlich, das Women's Match, wenn man es jetzt im Nachhinein betrachtet, war eigentlich das NXT-Match davor und das Women's Championship-Match der Main-Event. Ja, genau, kann ich eigentlich nichts anderes sagen. Ja, aber wir wollen jetzt nicht dieses Match schlecht reden. Es war Nee, super. war Gab super. viele gute Spots. Es hat aber nur ein Spot mich aufgeregt, ehrlich gesagt. Weil der eigentlich relativ glaubwürdig war, dieser Move. Aber in Ah, diesem ja. Match weiß, ich glaube, du weißt, wovon ich spreche, oder? Ja, die Top Rope fast. Die Apron Powerbomb von Kevin Owens meinst du wahrscheinlich. Genau. Ja. Wenn man überlegt, was mit dieser Apron Powerbomb für eine Geschichte aufgebaut hat, man hat ihn damit ja zum Heel geturnt, als er bei NXT TakeOver R-Revolution Sami Zayn attackiert hat mit dieser Powerbomb. Dann hat man John Cena damit ausgeschaltet, man hat Sami Zayn damit mehrfach ausgeschaltet, man hat sogar Alex Riley damit ausgeschaltet. Also wenn man überlegt, was dieser Move für eine Besonderheit hatte. Oder zum Beispiel auch einen Sami Zayn letztens bei NXT TakeOver, ich glaube Unstoppable war es, ne? Wo die Our das. Revolution. Nee, wo die das letzte Match hatten. Ich glaube, es war Ja, Unstoppable. dann war es uns doppelt. Genau. Da hat der Sami Zayn so richtig aufgetreten, und dann kam diese Apron Powerbomb und da war es vorbei. Und da Ja. war das genauso. Da haben die auch die Apron Powerbomb, aber danach war Finn Balor komplett wieder fit und das hat diesem Move so eine Unglaubwürdigkeit gegeben. Überlegt, wie viele Leute Kevin Owens damit verletzt hat. Und Cena kam dann natürlich verletzungsstoryline-mäßig eine Woche nicht zu Raw. Ja. Und Verletzungsstoryline technisch ist Zayn jetzt ein halbes Jahr weg. Deswegen, also besonders man musste es ja nicht mal auspacken. Wieso, dann konnte er es einfach mit dem Hurricane Runner und dann passt's. Aber dann packt man die Apron Powerbomb aus, Owens geht langsam rein und Bella kommt wieder reingesprintet auf die Leiter rauf und gewinnt. Da Fast bringt mir schon. auch jetzt nicht auch nicht mit dem Demon Bing. Das hat auch nicht mit der Demon Kraft zu tun, weil dann hätte einfach Dann Finn. kann man ihn ja nicht besiegen. Nee, dann müsste einfach Finn Bella nach dem Match aufstehen. Dann wäre es okay gewesen, weißt du? Aber dass er dann nach einer Minute wieder aufsteht, das hat einfach so eine, wie gesagt, so eine Unglaubwürdigkeit gegeben, was ich einfach als Kritikpunkt sehe. Im Gegensatz zum Divas Match zum Beispiel. Ja, das Divas-Match hatte keinen einzigen Kritikpunkt und das hat halt ein paar klein oder sagen wir einen mittelgroßen. Und das war halt der, dass man zumindest die Story jetzt ja verschissen hat. Aber gehen wir mal auf andere Sachen ein. Es gab Coup de Grâce von der Leiter, was ich ziemlich gut fand. Es war jetzt kein Red Arrow wie beim ersten Match, aber beim ersten Leiter-Match, aber war trotzdem ziemlich geil. Ja, war, wie gesagt, super. Auch wenn dieser Move, wie ich gesagt, als Kritikpunkt sehe, war es trotzdem kein schlechtes Match, keine Frage. Ich würde es, ich weiß nicht, wie viele Sterne würde ich das denn geben? Ich weiß nicht. Vier? Oder? Nee, ich würde. Oder dreieinhalb, ich weiß, ich glaube dreieinhalb würde ich glaube ich geben. Ich würde. Wieso gebe ich eigentlich keine Viertelpunkte? Das würde alles viel leichter machen. Ich gebe drei. Okay, ich gebe dreieinhalb. Ja.
Das heißt, es war kein schlechtes Match, kann man sagen. Es war gut. Der Guter Main Rumble war Event. sehr, sehr gut. Und ja. Kann man so sagen. Finn Bell hat, wie gesagt, seinen Titel verteidigt. Kevin Owens sah meiner Meinung nach in diesem Match nicht so schwach aus, kann man sagen. Was wir auch gehofft haben, dass er nicht so schwach aus dem Match rausgeht. Wie es ja beim SummerSlam ausgegangen ist, das werden wir natürlich morgen sprechen, beziehungsweise ihr wisst das ja wahrscheinlich schon. Ja, zum Glück. Ja, kann man so sagen. Und ja, Finn Balor hat den Titel, wie gesagt, verteidigt, haben auch erwartet. Und was denkst du jetzt, was mit Finn Balor in Sachen NXT-Title Match weitergehen wird? Ja, wenn er jetzt in Tag Team Tournament ist, dann vielleicht nicht viel. Obwohl er dann jetzt ein paar Wochen rausfliegen wird und dann den Titel gegen, ja, ist schwierig. Kommt die Idee damit zurück bis dahin? Nee. 6 bis 8 Wann Monate. hieß es? Also ich glaube, der hat sich im Juni, sehe ich glaube ich, verletzt. Juni Nee, bis August. das ich, vor ein paar Wochen gab es die News wahrscheinlich schon irgendwie im Herbst, also Oktober oder November oder so. Wenn die Dame noch nicht ready ist, dann halt gegen Joe. Ja, würde ich auch so, glaube ich, sagen. So Joe erstmal. Oder vielleicht sogar gegen Apollo Crews, was mir ein bisschen zu früh Nee, werde, weil das wäre zu früh. das hat zwar bei Owens funktioniert, weil Owens halt schon ein Star war, also mit den Kanten halt fast so viele im Gegensatz zu Apollo Crews. Ja, und weil Owens halt wirklich mit Sami Zayn so aufgebaut wurde, dass es gepasst hat. Genau. Und bei Apollo Crews, ich weiß nicht, mit welchem Wrestler überhaupt gepasst. Also, das ist halt ein Unterschied mit Owens, weil Owens hat einfach funktioniert. Bei Apollo Crews wird es nicht funktionieren. Und ja, also würde ich auch sagen, Joe. Und dann, wenn Itami fit ist, dann würde ich mal sagen, dass beim 10. Dezember, wo ja NXT Takeover in London stattfinden wird, was ich erfahren habe, und zwar so im Dezember rum. Ich habe jetzt. Nee, ich glaube, im November gibt es da auch noch ein, oder Oktober schon. Nee, nee. Nein, Oktober gibt es auch schon ein Special. Nee, Triple H hat gemeint, dass zwischen dem 10. und Ich 16. Dezember NXT schaue jetzt nach. Live-Tour wird und ja, ich gucke mal ganz kurz selber nach. Moment. Auf jeden Fall, wie gesagt. Sarah Schreiber. Entlassen. Wer? Die Freundin von Seth Rollins. Okay, interessanter Fakt. Kann man sagen. Wegen Nazi-Fotos. Oh, das ist natürlich ein Ja. bisschen blöd. Aber wie gesagt, nochmal zum Thema zurückzukommen. Ja, ich denke mal, dass du sagst ja gleich, wie was mit NXT Takeover und so ist, ne? Ja. Ich würde mal sagen, dass, wie gesagt, Samoa Joe erstmal rankommen und dann später halt. Wenn Hideo Itami fit ist, dann kommt wahrscheinlich Hideo Itami. Ich glaube nicht, dass Sami Zayn bei NXT zurückkehren wird. Würde ich auch nicht gut finden. Ich würde eher sagen, dass er direkt ins Main Roster kommt. Ich hätte es einfach super gefunden, wenn Kevin Owens den United States Title gewonnen hätte und dann kommt später Sami Zayn, nimmt nach den Titel ab und dann, ja, sind dann beide etabliert. Aber wird wahrscheinlich Ja, nicht passieren. bin alleweil am Schauen. Multitasking bin ich nicht so gut, deswegen musst du kurz mal Okay. unterhalten. Ja, kein Problem. Wie gesagt, wir können noch mal ganz kurz erwähnen, was jetzt morgen ansteht. Also morgen, wie gesagt, kommt ja Raw und so weiter. Werde ich wahrscheinlich live gucken. Aber da wird nicht die Raw direkt kommen, sondern habe ich so gemacht, dass wir dann erstmal die SummerSlam Review machen werden, weil SummerSlam noch aussteht. Und ich denke mal, über diesen Pay-Per-View muss man halt noch ein bisschen sprechen, weil ich die Show ja auch sehr gut fand. Es ist halt der zweitgrößte Pay-Per-View. Und dann am Mittwoch haben wir wahrscheinlich geplant, die Raw Review. Mit denen, ich weiß jetzt nicht, mit wem ich das jetzt machen werde. Also ich werde wahrscheinlich dabei sein, ob jetzt John dabei sein wird oder Micha, das weiß ich jetzt gerade gar nicht genau. Aber das werden wir sehen. Auf jeden Fall werden die Reviews hart an diesen Zeiten kommen. Kann sein, dass sie eventuell verschiebt. Wie gesagt, muss mal sehen, was Jonas sonst so geplant hat an sich. Aber ihr werdet es auf jeden Fall sehen. Also Raw Review wird auf jeden Fall kommen. Und natürlich die SummerSlam Review. Und hast du jetzt was gefunden? Nein, nee. Naja. Also, dann ist ja auch egal. Genau. Ob jetzt in 2 Monaten oder in 4 Monaten, wird sicher noch, wenn es 4 Monate dauert, noch ein NXT-Titel-Match dazwischen geben. Und ja, bis dahin, dann wird vielleicht, kommt ein NXT-Talent aus England? Sascha Banks. Ja, ein was NXT Champion werden könnte. Ach so. Solomon Crowe, wo wohnt denn der? Puh, das ist keine Ahnung.
Also, dass vielleicht Bella den Titel so da abgibt, könnte ich mir vorstellen, weil dann wäre er ja auch ein halbes Jahr Champion. Also das kann gut sein. Ich lese gerade, dass NXT Takeover London wahrscheinlich doch in London stattfinden wird, also im Dezember. Ja, aber ich glaube, davor war noch nicht London, sonst ein Takeover Ja, im im Oktober. Oktober. Aber das weiß ich nicht. Also ich glaube wahrscheinlich vielleicht wieder im Full Sail University. Aber die NXT Live Event Tour wird in England zwischen dem 10. und 16. Dezember und da wird Takeover ja auf jeden Fall passen. Ja, jetzt hab ich umsonst gesucht. Ich habe geglaubt, ist ja auch egal. Ist nicht schlimm, passiert. Ach Mensch, Genau. ich glaube, wir kommen zum Ende. Genau. Dein Fazit zu NXT Takeover Brooklyn. Zweitbester Event des Jahres mit dem Match des Jahres und nach Ultima Lucha der beste Event des Jahres, das beste Event des Jahres. Da ich ja Ultimate Lucha nicht gesehen habe, war es für mich das beste Event des Jahres. Schämlich. Auf jeden Fall das beste Match des Jahres. Ich habe ja auch das Match Mundo gegen Puma gesehen. Und ich muss sagen, dass das andere Match mich mehr gehypt hat. Also das Match zwischen Banks und Bayley. Und natürlich das Match für mich auch besser war. Wo manche wahrscheinlich sagen würden, wie kannst du sowas sagen und so weiter. Aber ist halt meine Meinung. Und wahrscheinlich werde ich mir Ultimate Lucha irgendwann mal anschauen. Wenn die Zeit dazu da ist. Wird wahrscheinlich auch gut sein. Ja gut, aber da muss man wirklich die komplette Season gesehen haben, dass sonst das wirklich Versteht. seine komplette Awesomeness entfaltet. Genau. Ja, wie gesagt, Takeover Brooklyn war super. Ich habe es nicht bereut, es gesehen zu haben. Ich finde es schade, dass ich es nicht live sehen konnte. Aber na gut, man hat es gesehen. Es war ein Muss. Und für solche Events ist man einfach Wrestling-Fan, kann man sagen. Ja. Und obwohl das SummerSlam gut war, darauf gehen du und Michael ja noch ein. Genau. Obwohl er gut war, war Brooklyn besser. Genau. Und ich hoffe, dass die nächsten Takeover-Shows auch so eine große Crowd haben müssen. Und In London ist die Chance nicht schlecht, dass sie wieder so 15.000-20.000 Leute haben. das würde ich Wäre gut schon finden. geil. Das finde ich auch geil. Und ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob ich das schon am Anfang erwähnt habe, solche Crowds braucht die WWE. Ja, und nicht Smart Marks, die bei Divas Matches die Divas ausbuchen. Von mir aus, Nikki Bri und Alicia Fox können sie gern ausbuchen, aber den Rest gefälligst respektieren, weil ohne die wird es nie besser, wird es nie mehr werden als eine Pinkelpause. Genau. Das kann man so sagen. Das war es so ziemlich mit der Review. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Eure Meinung zu NXT Takeover Brooklyn. Okay, was war das? Eure Meinung zu NXT Takeover Brooklyn könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Bewertet positiv, wenn es euch gefallen hat. Schreibt Kommentare, was ihr davon gehalten habt und dann von mir auch. Ciao.